So, das passt. Den Rest können wir noch ganz kurz eben voll machen mit Tunneln. Nein, können wir nicht. Doch, können wir. So ist gut. Gott, was für eine komplizierte Scheiße. Da müssen wir jetzt nämlich erstmal den ganzen Käse da abreißen, um den neu bauen zu können. Weil das können wir jetzt dann... Ich will es mal eben mit einem kleinen Stück hier testen. So bis dahin, als Beispiel. Das war noch richtig. Und genau diesen Block müssen wir jetzt quasi dann immer hier hin kopieren. Sollte funktionieren. Das Uran 235 läuft dann hier durch. Da oder dahin. Und das wird natürlich dann... Ich meine, hier ist natürlich jetzt klar, da braucht man es natürlich nicht. Und das wird natürlich ein bevorzugter Ausgang links. Damit es halt eher in die Maschine reingeht, ne? Ist ja klar. Und genau das müssen wir jetzt dann immer da rein kopieren. Und natürlich ist da auch der bevorzugte Ausgang links, damit das erstmal voll gemacht wird und nicht bis nach hinten hindurch geteilt wird, weil das ist eigentlich totaler Quatsch. Krass. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen Umbau, aber das hätte ich damals eigentlich schon machen können. Das ist eigentlich nochmal viel effizienter und besser. Interessant. Ja, das sind genau diese Verbesserungsprozesse, die man halt macht. Und das ist eigentlich auch das, was ich an Factorio am geilsten finde irgendwie. Dieses, du siehst etwas, du stellst ein Problem fest und auch noch nicht mal ein Problem. Das reicht schon einfach nur, wenn du siehst, jo, das könnte besser sein so, weißt du? Okay, wieso schweben die kurz und entscheiden sich dann, doch hier hinzufliegen? Ach, weil sie mir dann folgen, einfach nur. Okay, aber genug Platz haben sie nicht, ne? Macht Sinn. Ja, dann nehmen wir nochmal ganz kurz eben hier die Teile raus. Und da genug Platz. Bitte schön. So, die packen wir ganz kurz weg. Weil den Kram brauche ich nicht. So, alle kurz einmal auftanken, genau. Nein, ich muss nochmal neu kopieren, weil ich das neue Ding drin habe. Und dann ab da. Dann haben wir nämlich auch nur einen Zugangspunkt, der da benutzt wird, und dann ist das easy. Dann können wir jetzt einfach durchlaufen. So. Mit dem Uran hier ist natürlich Quatsch, ne? Da müssen wir natürlich dann gucken. Dass es einfach so zum Ende hin eingefügt wird, weil ab da ist ja einfach eh Ende fürs Uran, ne? Das Uran hier machen wir natürlich auch weg, weil das kommt dann... Oh Leute, was ist denn hier los? Wieso kommt jetzt noch was durch? Krass. Okay, das geht auf jeden Fall natürlich dann unten rein. So. Sollte funktionieren. Wieso habe ich das nicht vorher schon so anders gemacht? Was passt halt exakt da jetzt rein? Das ist doch voll smart so jetzt. Erstens ist es effizienter und zweitens ist es einfach viel besser. Ist ja witzig. Alter, ach, ui, voll gut. Krass. Ah, ist vielleicht ein bisschen doof. So, 50-50. Fein. Okay, Wahnsinn. Ich weiß, ich könnte das von der Geschwindigkeit hochstellen. Mache ich jetzt... Ach, ich weiß, was fürs Bauen können wir es ruhig machen eben. Wieso auch nicht. Aber ist schon cool, oder? Ich mache ganz kurz ein paar einzelne Fließbänder raus, weil ich will hier schon ein bisschen die Zahl sehen, weil sonst ist das irgendwie zu unangenehm. So, und dann kommt es natürlich hier hinten rausgeballert. Ist ja auch fein, aber wir müssen das trotzdem da nochmal anpassen. Ach, deswegen kann er was durch, weil natürlich schon Uran 235 da reinläuft. Macht ja Sinn. Natürlich, weil es sammelt sich ja auch an. Fährt natürlich alles hier hoch, komplett. Und teilt sich dann hier natürlich auf. In... Wieso teilt sich das? Achso, jetzt wird es einfach zusammengebunden. Na, macht Sinn. Geht dann da durch. Und dann da rein. Ganz so Frage habe ich mal eben. Wieso habe ich da überhaupt einen Tunnel gemacht? War das nicht voll unnötig? Hä? Hä? Wieso habe ich das denn so gebaut? Das sind so Kleinigkeiten, weißt du? Die fallen einem dann irgendwie immer und immer mehr auf. Aber eigentlich war das voll sinnlose Scheiße, Junge. Ich hab's am Ende auch gemacht, den gleichen Kack? Nee, ne? Eieieiei, schwierig. Hey, wie blöd das war. So, zack, 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 eingesaugt. Warte, ich will's mir mal angucken. Zack. Coverex-Anreicherungsprozess wird verarbeitet. Aber doch schon echt lange tatsächlich, der Anreicherungsprozess. 60 Sekunden Herstellungsdauer. Nochmal ganz kurz fürs echte Feeling hier. Angenehm, oder? Ja, mit dem Effektverteiler wird das später richtig geil, du.
Aber ja, so produzieren wir unser Uran. Das dauert halt ein Stück. Wenn das jetzt vergleicht mit der Menge an Uranerz, die da reingeballert kommt, ne, will ich nur noch mal anmerken, das ist tatsächlich echt eine riesige Menge an Uranerz, die wir da haben. So, und da kommt das ganze Uran raus. Wird direkt hier reingeschossen mit derselben Maschine und auch mit den bevorzugten Fließbändern hier. Ist eigentlich viel smarter, als das immer zu teilen. Das war sowieso totaler Quatsch eigentlich. Das ist ja komisch, ne? Das macht er jetzt so lange, bis er kein Uran 238 mehr hat. Also, einmal noch. Also verstehe ich nicht, dass ich das nicht gemacht habe vorher. Dann kann man den ganzen Käse ja auch nochmal wegbauen. Okay. Das heißt, ab hier können wir einen Cut reinsetzen, so, ne? Ja. Ist auch vor allem ganz schön weit, diese Strecke, so, ne? Tatsächlich. Oh Mann. Aber cool, haben wir doch mal direkt eine Verbesserung gefunden. Und doppelt geil für uns, weil so kann man wenigstens die ganzen Fabriksachen nochmal im Nachhinein durchgehen, nachdem man sie geplant hat. Und direkt nochmal, sobald die Materialien reinkommen, das erste Mal, schauen, dass das, was wir gemacht haben, eigentlich auch klug ist oder nicht so klug ist. Oh, ich hab die Greifenbänder vergessen. Hab ich hier nicht mit abgebaut? Hoppala. Bin ich wohl ein bisschen verrutscht mit der Maus, oder? Was? Schon wieder voll hier, krass, Mann. Dann halt so. So, dann. Na, nice. Ah, oh, du trotzdem witzigerweise an der richtigen Stelle gestanden. Das ist ja unangenehm. Na, ah, egal, das kriegen wir gleich auch noch gefixt. Kleinigkeiten jetzt gerade. Das sind Kleinigkeiten. Ich bin verwirrt. Eine Frage habe ich. Wieso gab es da ein Input-Fließband? Achso, für den Output, der hier unten rauskommt. Deswegen ist da natürlich ein Input-Fließband. Natürlich. Klar. Ich war gerade schon überlegen, wieso ist da jetzt hier hinten kein Ausgangsfließband fürs Uran 238? Obwohl es da oben ja auch nicht war. Wieso ist das denn hier überhaupt ein Eingangsdingen? Obwohl es doch nur da oben reingeht. Aber das macht schon Sinn. Doch, doch. Hab nichts gesagt. War so ein kleiner Denkfehler gerade kurz. Aber kein Problem. Kommt vor. Einfach so mittendrin mal kurz ein bisschen Uran reinpacken. Easy. So, das hätten wir. Das kann natürlich einen tiefer jetzt gebaut werden. Easy. Problem in der ganzen Geschichte ist, auf die Idee, die auch vorher schon kommen können, eigentlich ist das ganze Ding viel zu hoch als auch, ne? Eigentlich brauchen wir die Strecke dazwischen gar nicht. Wir können es ja sofort in den Tunnel reinlaufen lassen. Dass das Fließband direkt dann vorbeiläuft. Eigentlich können wir es sogar nochmal neu bauen jetzt quasi. Weil theoretischerweise war das total unnötig. Also ich könnte es halt anstatt da direkt so bauen. Das machen wir auch. Ja. Das werden wir jetzt tun. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen doof so, aber weg damit. Tatsächlich können wir das nochmal ein bisschen optimieren. Jede kleine Optimierung muss mitgenommen werden. Natürlich. Also so. Weil der geht ja natürlich sofort da rein. Das macht doch viel mehr Sinn. Wozu so großen Umweg machen? Wir können natürlich rein für die Optik noch einen Abstand lassen, aber wozu? Ist ja eh alles Industrie hier. Wo alles nah an den Maschinen dran läuft. Das ist eigentlich Quatsch. Dann können wir es doch direkt dran vorbeilaufen lassen. Oder? Habe ich ja da eigentlich auch gemacht, oder nicht? Ja, wobei, das ist ja eh falsches Beispiel jetzt hier. Aber ich habe da einen Abstand gelassen. Wir können natürlich auch einen Abstand lassen, theoretisch. Aber wozu, ist halt die Frage. Was gehört da zu der Maschine noch dazu? Habe ich ein vergleichsweise Beispiel, wo ich das noch irgendwie anschauen kann, kurz? Hier ist halt auch direkt da dran. Im Tunnel? Klar, aber Tunnel ist was anderes als ein Fließband. Hier läuft es direkt in den Rohren vorbei. Ist aber auch wieder was anderes. Hm. Hier läuft es halt innen drin direkt dran vorbei und da haben wir einen Abstand gelassen. Aber nur wegen den Tunneln. Also ich finde direkt dran vorbeifließen lassen gar nicht mal so doof.
Deswegen machen wir es jetzt einfach so. So. Das ist die letzte Stelle. Das ist die perfekte Stelle. Genau. Weil eigentlich muss das ja nur direkt über der Maschine so kurz sein, denn der Rest ist ja eigentlich egal. Dann ist die ganze Maschinerie natürlich hier auch ein bisschen zu groß, theoretisch, ne? Weil hätten die gar nicht so viel Platz gebraucht, hätten wir die alle noch ein bisschen kompakter bauen können. Aber ganz ehrlich, das stört doch nicht unbedingt, weil den Rest da... Das passt eigentlich auch schon. Von der Fläche her. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn da jetzt ein bisschen Freiraum zwischen ist. Haben wir für die Zukunft noch ein bisschen Platz, falls da irgendwie was benötigt werden sollte. Hat also nur einen Vorteil. Ich meine, hier haben wir ja auch Abstand zwischengelassen. Das war ja nicht ohne Grund dahin gesetzt. Und das halt hier mit übereinstimmt und alles. Das ist ja, hat ja alles seine Position bekommen, wie es muss. Also, dass jetzt hier dann nicht so 100% so ist, sitzen ist, das ist schon okay. Auch hier, guck mal, dazwischen ist ja auch der Abstand nicht ohne Grund alles, ne? Ich meine, das wird natürlich von oben abgemessen und so, aber das sind, wie gesagt, alles Kleinigkeiten. Das ist nicht so wichtig. So, das passt. Das sieht sogar jetzt viel besser aus als vorher. Und das hat ja eigentlich dieser ganz geile Punkt auch. Wenn du was verbesserst, dann sieht es halt nur noch geiler aus. Das ist halt eigentlich auch ein richtig großer Vorteil, ne? Und dann können wir natürlich den ganzen Käse hier auch nochmal abreißen. Mit Tunnel natürlich direkt zusammen. Easy. Ja, reißen wir erstmal ab. Dann haben die erstmal das zu tun und dann ist es besser. Einzige Nachteil natürlich, ich hatte den Platz natürlich so geplant mit der Maschine, dass es halt natürlich auch genauso zusammenpasst. So wie hier auch, dass es halt genau Maschine, Maschine liegt irgendwie so. Hat natürlich auch einen Nachteil, weil wir jetzt diese Fläche dazwischen haben. Aber ist es auch unbedingt jetzt schlimm oder so? Ich weiß es halt nicht. Ist irgendwie auch... Es ist ja natürlich auch optisch trotzdem jetzt, finde ich, nicht unbedingt ein Nachteil. Wieso bin ich jetzt hochgerutscht damit? Ist ja doof. Hoppala, das war ein bisschen zu viel. So ist richtig, ne? Genau. Und so. Genau. Dann kann der hier zurückgehen. Easy. Und der müsste da reingehen, theoretisch. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Das ist das, was ich meinte. Wir haben natürlich jetzt hier, pass auf, ich will mal irgendwas gucken. Die kommen natürlich darum raus. Das ist easy. Das ist ja auch richtig. Kommen dann alle hier auf diese Innenseite. Sind hier auf der Innenseite. Und die würden dann auf die Außenseite drauf gehen. Also so. Wenn ich das also so mache, ist das egal, weil es alles auf der Seite landet. Dann müsste ich mich jetzt eigentlich dahin zusammenziehen. Und das ist halt einfach der Endpunkt. Na so. Müssen wir es eigentlich machen. Oder... Ich lasse die andersrum laufen. Geht das dann? Nee, weil die ja von links kommen. Das geht nicht. Nee, die müssen eigentlich dann darüber. Dann finde ich doch nicht so schlecht, dass wir da ein bisschen Platz gelassen haben. Hoppala, war das jetzt schnell. So. Müsste man eigentlich so machen, ne? Würde passen. Na, schöner wäre es natürlich, wenn die Fließbänder voll wären. Müssten wir es eigentlich jetzt hier so machen. Und dann quasi in sich selber reinlaufen lassen. Das geht aber natürlich nur in die andere Richtung. Müsste es eigentlich hier außen machen. Das wäre eigentlich auch nicht so notwendig. Ich werde jetzt noch überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie hier reinlaufen lasse, damit das hier wenigstens voll ist, was ich auch als Quatsch. Hauptsache, es geht da rein. Da haben wir jetzt zwei Abstand dazwischen, ne? Aber ist eigentlich auch nicht so schlimm, wie gesagt, ne? Ist ja auch fein. Wir können natürlich jetzt hingehen und diese ganze Maschinerie hier einfach einen nach oben setzen. Dann haben wir oben einen Abstand hier zwischen und unten einen Abstand zwischen zu diesem Hauptfließband. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich speichere mal ganz kurz. Ich glaube, das mache ich sogar eben ganz kurz.
Stelle ich mir auch ganz geil vor. So, lass mich kurz aufpassen. Ab. Da. Bis dahin. Genau, perfekt. Mit dem Fließband zusammen soll es einfach nur einen nach oben. Dann viel Spaß, meine lieben Roboter. Tja, das wird auf jeden Fall jetzt eine gute Arbeit für euch. Aber so haben wir jetzt im Endeffekt oben das eigentlich schon mal hier echt schön. Mit genau einem Block dazwischen. Und da haben wir genau einen Block dazwischen. Ist doch eigentlich fein, ne? Wenn es da unten stören sollte, kann man es immer noch einen hochziehen. Und hier oben, da ist natürlich ein bisschen mehr Abstand zwischen. Ist aber auch gar nicht mal so schlecht, weil hier ist ja trotzdem alles noch irgendwie gleich, ne? Eigentlich könnte man die gesamte Anlage alle noch nach oben setzen. Die Frage ist, macht das Sinn? Weil jetzt haben wir natürlich hier Platz wieder, ne? Eigentlich könnten wir die... Was machen die denn jetzt? Ist jetzt nicht euer Ernst. Was ist denn das jetzt für eine geile Aktion? Okay, stark. Danke für nichts auf jeden Fall. Mhm. Lasst euch ruhig Zeit, meine kleinen Roboter. Nur kein Stress. Jetzt haben wir zu wenig Maschinen, weil die ganzen Maschinen gesnackt haben, Idioten. Ich muss jetzt echt die Kisten unten leer machen, weil die es da weggezockt haben. Das ist doch jetzt scheiße. Ja, die werde ich ja wohl kaum benutzt haben, oder? Nee. Jetzt haben die echt alles in die Kisten einsortiert, ne? Frechheit. Ja, wird schon passen. Oder? War das überhaupt richtig? Wie sieht viel jetzt Kovarex Anreicherungsprozesse? Maschinen hier, die Zentrifugen. Wo sind die denn jetzt hin? Oder der jetzt den. Hä, nee, warte, wo sind denn jetzt die Zentrifugen hin? Wie können die denn jetzt weg sein? Okay, stark. Danke fürs Wegräumen. The fuck. Okay, passt. So, Frage. Vorher war das Ganze ja oben angelegt, ne? Macht das Sinn, das hochzusetzen? Vorher hatten wir zwei Abstands. Warum zwei? Wieso habe ich zwei dazwischen gepackt? Was für ein komischer Wert. Hm. Ich meine, theoretischerweise, die Fließbänder hier, die können wir natürlich auch noch jetzt hier wieder gerade setzen dann, ne? Ne, die können wir nicht, weil die kommen von da oben. Die gehen da außen rum. Darüber kommen die sonst nicht. Ne, die hätten sowieso den Knick drin gehabt, okay. Aber wir könnten die Maschinerie da oben ansetzen. Bringt uns das einen Vorteil? Ich glaube allein wegen dem hier nicht. Ich lasse es mal offen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr einen Vorteil daran seht bei meinem aktuellen Aufbau. Ich habe den ja gezeigt. Das noch hier oben mit anzuschließen oder nicht. Weil ich meine, nach oben und unten setzen können wir das Ding immer noch überall irgendwie, wie wir möchten. Das ist eigentlich prinzipiell erstmal nicht so wichtig. Jetzt soll es eigentlich funktionieren, ne? Wir machen einfach mal hier im Schnelldurchlauf. Lass das ganze Zeug durchrattern. Alles schön vorne rein. Vorrangend. Guckt euch an. Wunderschön.